So, hallo und herzlich willkommen im Wald, gleich noch mit besserem Ton, aber ich wollte gerade so ein paar Schrittchen machen. Den Rucksack, den ich gerade trage, theoretisch hier noch mit, in meinem Fall Bauchgurt. Das ist so ein bisschen was Hüftgurtmäßiges, da muss man aber die nötige Kürze des Rückens besitzen, um den als Hüftgurt verwenden zu können, also dass er da sitzt, wo er hingehört. Als Bauchgurt würde ich behaupten, nimmt er vielleicht 10% vom Gewicht und überträgt es ein bisschen weiter unten an den Rücken. Hängt davon ab, wie viel Polstermasse da vorhanden ist, um da eventuell was drauf zu übertragen. Wer entsprechend viel Polstermasse hat, der kann das vielleicht besser als jemand, der gar keine hat. In meinem Fall also so mittel. Ne? Und einfach so ein paar Dinge zum Tragen, wenn man den trägt. So, ich hoffe, ihr erkennt da irgendwas. Ganz kleines Rucksäckchen und das mausert sich so langsam zu einem Geheimtipp. In der Ultraleichtszene wird von vielen aber als zu klein für einen wirklichen Übernachtungsrucksack angesehen. Und ich habe das Ding schon lange jetzt mit geliebäugelt und bin der Meinung, doch, das geht. Ja, für bis zu 48 Stunden, wenn man ein paar Kleinigkeiten berücksichtigt, zum Beispiel noch so ein zusätzliches kleines Bauchtäschlein. Das darf selbstverständlich noch ein bisschen größer ausfallen als meine wirklich sehr kleine Bauchtasche hier. Ist jetzt mehr demonstrativ. Dazu mit sich rumschleppt und vielleicht kein Problem damit hat, zwei, drei Dinge noch in die Hosentaschen zu stecken, dann würde ich behaupten, das geht für maximal 48 Stunden Touren. Unter der Maßgabe, dass man vielleicht irgendwann mal innerhalb dieser 48 Stunden, also nicht gleich ganz am Anfang und auch nicht ganz am Ende, noch einmal eine Kleinigkeit an Proviant nachkauft oder unterwegs einmal essen geht oder sowas. Einfach, damit man nicht den ganzen Proviantkrempel schleppen muss. Aber ansonsten würde ich behaupten, das geht. Das ist der Trek 25 Vorklatz. Trek 25 von Decathlon und wiegt gerade mal 300 Gramm plus minus. Ja, näheres Wiegen und so weiter und so fort kommt später. Und ja, wie der Name schon sagt, hat der 25 Liter plus drei Außenfächer, die erstaunlich geräumig sind. Ja, und da gucke ich doch mal, beziehungsweise dachte ich mir, ich gucke mal, ob ich denn damit ein Übernachtungsequipment transportieren kann. Und ob das geklappt hat, zeige ich euch jetzt bei einer kleinen Rucksackvorstellung. Zum Übernachten ausprobieren, also ja, es hat geklappt, ne? Werde ich den dann demnächst auch noch. Es ist scheiße heiß heute, sorry. Ja, hier geht's nicht groß hoch, aber es ist einfach, ich bin nicht hitzekompatibel. Wirklich nicht. So, ich mach mal gemütlich ein Plätzchen mir bereit und dann packen wir mal aus. Spaßeshalber, hier jetzt mal dieser Rucksack. Ne? Also ihr seht im Vergleich zu mir, der ist schon klein. Ne? Das ist halt wirklich ein 25 Liter Rucksäckchen. Und warum zum Geier bin ich der Meinung, dass ein 25 Liter Rucksäckchen ein guter Übernachtungsrucksack wäre? Naja, weil keine Sau, bis auf so ein ganz paar Eingeweihte vielleicht eventuell auf die Idee kommen würde, dass man mit so einem kleinen Rucksack ein Übernachtungsgepäck mitschleift. Und für mich persönlich, das müsst ihr nicht teilen, ne? Aber das ist einfach so meine Ansicht, ich mag es manchmal mit einem Minimum an Zeug, also so quasi so ein Stück weit Survival-Gedanke, einfach möglichst wenig Ausrüstung, Survival-Trainingsgedanke, ja, nicht Survival-Situation, das ist ja erzwungenermaßen, mag ich es einfach mit möglichst geringfügigem Gepäck unterwegs zu sein, ne? Möglichst klein, möglichst leicht, davon abgesehen, dass man dann weniger schleppen muss, was auch ganz schön ist, fand ich einfach die Idee, mit so einem winzigen Rucksäckchen hier einfach mal drauf
draußen pennen zu gehen, sehr, sehr unterhaltsam. Und der hat die Grundvoraussetzung, die ein Rucksack, den ich für irgendwas Längeres verwenden möchte, mitbringen muss, damit ich ihn für was Längeres verwende. Nämlich, er hat 1,5 Liter Flaschen fassende Seitentaschen und davon bitte zwei. Ja. Zweite ist leer, da war gerade ihr, also das Stativ, quasi drin. Und die haben sogar, also um mal das Feature gleich mal am Anfang angesprochen zu haben, durchaus noch Platz, dass man daneben dran noch ein paar andere Kleinigkeiten reinstecken kann. Jetzt zum Beispiel einen Löffel. Ich würde behaupten, wer so einen sehr dünnen Falt-Trekkingstock hat oder einfach den Trekkingstock auf Halbmast in lang, der würde da auch noch reinpassen. Wer also mal zwischendrin seine Trekkingstöcke verstauen möchte, ja, ich würde behaupten, ein Falt-Trekkingstock ist wahrscheinlich zu dick, die sind ja relativ kurz, dafür etwas dicker. Ein zusammenschiebbarer Teleskop-Trekkingstock, den würde ich behaupten, könnte man da neben die Flasche noch reinstecken, nur damit ihr ein grobes Gefühl habt, wie viel Platz denn da ist ungefähr. Ne? Also das ist auch durchaus hier noch relativ dehnfähig, das Material und die Flasche reinzubekommen, beziehungsweise rauszubekommen, ist auch nicht weiter dramatisch. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, Kochlöffel ist jetzt mehr so exemplarisch und ich habe schon jetzt eine Übernachtungsausrüstung da drin, auch eine halbwegs realistische. Ich habe jetzt aber nicht darauf geachtet, dass ich jetzt im Detail jedes kleine Gegenständchen dabei habe, das da unbedingt sein muss. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Erste-Hilfe-Set nicht drin, dafür was anderes. Ich würde dann in einem realistischen Szenario wahrscheinlich ein bisschen was anderes, was ich nicht unbedingt brauche, eher daheim lassen und dann ein Erste-Hilfe-Set noch mitnehmen. Oder ich trage ja zusätzlich zu dem kleinen Rucksack hier so eine lustige Bauchtasche. Tada! Und bei besagter lustiger Bauchtasche würde ich dann einfach sagen, da kann man im Prinzip zwei mitnehmen oder halt eine, die deutlich größer ist. Im Übrigen ist die auch nicht mal ansatzweise voll, da war vor allem die Kamera jetzt drin. Und da kann man sowieso sinnvoll, das Erste-Hilfe-Zubehör direkt am Mann zu haben. Und wenn man sich dann nochmal so ein extra Bauchtäschlein, vielleicht mit Erste-Hilfe-Zubehör, meinetwegen Handy-Powerbank, je nachdem, was für ein Modell von Handy man hat oder ob man damit navigiert. Wenn man damit navigiert und wenn schon ein bisschen älter ist und der Akku schon ein bisschen schwächer, dann wird man die Powerbank wahrscheinlich relativ häufig griffbereit haben wollen. Und in anderen Fällen halt nicht unbedingt. Aber da kann man sich jedenfalls sehr gut mit so ein paar 80er-Jahre Hüfttaschen, die als Hüfttasche getragen werden und nicht modern so. Das machen inzwischen alle irgendwie. Mode ist mir ein Rätsel. Mode ist mir ein völliges Rätsel. Warum? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Egal. Jedenfalls, damit kann man sich auf jeden Fall noch behelfen, um noch ein paar extra Liter, ich würde mal behaupten, noch mal so extra 4 Liter auf 29 dann insgesamt drauf zu kommen, plus, dass man sich halt den Geldbeutel in die Hose steckt, das mache ich sowieso standardmäßig eh immer, das Telefon standardmäßig in die Hose, das Taschenmesser in die Hose, Schlüsselbund in die Hose, ob man Schlüsselbund in vollem Umfang überhaupt mitnehmen muss, wenn man eine Trekking-Tour, also mit Übernachtung, plant, ist ohnehin noch mal eine andere Frage. Aber das einfach nur mal am Rande angemerkt. Ne? Also, jedenfalls, so schaut der aus. Der hat keine Rückenversteifung, das heißt, man muss den Rucksack intelligent packen, wenn man möchte, dass das Rückenteil platt ist. Was er aber hat, und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich besonders attraktiv gefunden habe, neben den beiden Flaschen Seitentaschen, ist ein Laptopfach, also offiziell heißt es Laptopfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand wirklich nennenswert seinen Laptop mit transportiert. Dann hat man den nämlich direkt am Rücken und schwitzt den Laptop voll, sobald man einigermaßen sportlich mit diesem Rucksack unterwegs ist. Aber offiziell heißt es Laptopfach. Da kann man aber ganz wunderbar so ein Sitzkissen, so ein Decathlon-Sitzkissen oder alternativ was, die teure Version davon, die gibt es auch von Thermarest für deutlich mehr Geld, ohne dass sie irgendwas nennenswert anderes können als die Variante vom Decathlon. Sowas kann man sich dann da wunderbar noch hinten reinbasteln. Ich habe auch noch ein paar Ideen, was man alternativ da hinten noch reinbasteln könnte. Selbstverständlich kann man sich auch von einer Z-Light, also von einer größeren Isomatte, ein etwas längeres Sitzkissen sozusagen, also wirklich ein Stück Isomatte, abschneiden, das dann einfach breiter ist. Das wäre ganz interessant, weil das Ding ist ein bisschen zu kurz. Ja? Das geht hier
nicht ganz über die gesamte Rückenlänge. Das heißt, man kann sich überlegen, ob man das Sitzkissen lieber ein bisschen weiter oben als Extrapolster verwenden möchte oder ein bisschen weiter unten als Extrapolster. Das heißt, da werde ich mich auf jeden Fall jetzt auch noch drum bemühen, dass ich mir da noch eine längere Variante als mögliches Rückenpolster besorge. Das ist natürlich dann auch noch zusätzliches Gewicht, selbstverständlich, aber die Dinger wiegen, weiß ich nicht, unter 100 Gramm. Und wo ich euch das jetzt gezeigt habe, habe ich jetzt die luxuriöse Situation, mich jetzt draufsetzen zu können. Das ist schön. Ah. So, ansonsten, Rückseite besteht halt im Wesentlichen aus zwei nicht gepolsterten Trägern. Das müssen sie für die Gewichte, wo der Rucksack drauf ausgelegt ist, aber auch nicht sein. Ja, also das ist wirklich völlig für den Eimer. Da großartig ein Polster anzubringen, wüsste ich nicht, was das soll, außer dass das zusätzlich was wiegt. Das ist so sehr bequem, schmiegt sich schön an den Körper an. Man muss ein kleines bisschen beachten. Ja. Hier oben sind die noch breit, dann werden die schmaler, schmaler, schmaler und irgendwann sehr schmal. Jetzt gibt es bei dem Rucksack logischerweise keine Höhenverstellung, man kann die Rückenlänge auch nicht variieren. Das heißt, wenn ich den jetzt bei mir auf Schulterniveau trage und mir das hier um den, um die Schulter wickel, dann hängt der Rucksack mir ab Halsansatz relativ weit oben am Rücken, wenn ich den ganz hoch ziehe. Das mache ich so, weil dann habe ich halt eben das den breiten Teil vom Schulterriemen so weit an meiner Schulter, ne, dass der breite Teil hier eben auch da liegt und der schon etwas schmaler werdende Teil nicht schon zu weit einschneidet. Würde ich den Rucksack zum Beispiel weiter hinten runterhängen lassen, dann hätte ich irgendwann das Problem, dass an meiner Schulter hier schon der sehr, sehr dünne Teil des Trageriemens zum Tragen kommt und das könnte einschneiden. Ich habe jetzt ich mache noch eine Langzeit-Review irgendwann, aber noch habe ich zu wenig Erfahrungswerte, um zu sagen, wie unangenehm das ist. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man den Rucksack dann doch halt mal mit 5, 6 Kilo, zumindest solange man auch genügend Wasser hat, in der Gegend rumschleift, dann ist es schon unangenehm, wenn er letzten Endes nur mit so einem breiten Striemen sozusagen in der Achselhöhle quasi hängt. Das kann reiben, das kann unbequem werden und dadurch kann man ab einer gewissen Rückenlänge, sprich wenn man, ich behaupte mal, größer als 1,80 ist, spätestens dann den Rucksack nicht mehr so nutzen, dass der hier theoretisch verbaute Hüftgurt, der ja wirklich sogar noch so kleine Hüftflösselchen hat, die haben aber keine Versteifung, ne? Die sind vollkommen weich, dass der seine Funktion vollständig verliert, es sei denn, man möchte mit dem Rucksack rennen gehen, was man prinzipiell ja auch machen kann, kann einen ja keiner von abhalten, und will dann unbedingt einen Hüftgurt haben, damit der Rucksack nicht so sehr vom Rücken hin und her schwingt und man eben bei der Laufbewegung weniger Rumpel, Lumpel, 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 Lumpel und so weiter und so fort hat. Ne? Das mag ein Thema sein. Das ist übrigens auch der eine Grund, wenn ich bei meinem alten BW-Jäger-Rucksack mal den Bauchgurt verwende. Der ist meiner Meinung nach nur dafür da, dass wenn du mit dem Rucksack rennst, dass der dir dann nicht in der Gegend rumflattert. Und ja, man kann den Hüftgurt insofern entweder abmachen, indem man ihn schlicht und ergreifend abschneidet, wenn man jetzt sagt, man braucht den nicht. Das werde ich tun in Zukunft, weil ich brauche den wirklich nicht. Ob ich ihn gleich radikal abschneide, weiß ich noch nicht, aber zumindest kann man hier den ansonsten könnte man das alles hier reinfädeln. Ja, da ist er nämlich offen und hat da so einen durchgehenden Bereich. Ja, doch, durchgehend, ja. Durchgehend, einmal komplett da durch und da kann man den ganzen Kladderadatsch reinstopfen und dann ist der ganze Kladderadatsch im Grunde nicht im Weg und das gleiche kann man auf der anderen Seite auch machen und dann ist der quasi weg. Wiegen tut er da natürlich immer noch was und besonders bequem, wenn der da drin steckt, ist das auch nicht unbedingt. Daher werde ich mir den wahrscheinlich abmachen und mir überlegen, ob ich diesen kleinen Kladderadatsch, also diesen Schlitz hier unten, nicht irgendwie nutzen kann, um mir da rein vielleicht
vielleicht noch ein Gummiband zu hängen oder ein paar Gummibänder, um mir unten am Rucksack theoretisch zum Beispiel noch eine Jacke, eine Regenjacke festzurren zu können. Da muss ich mir mal noch irgendwas überlegen. Ich glaube, da gibt es auch schon ein paar Leute, die im Internet entsprechende Ideen hatten. Kann man zumindest hier und da mal lesen, ob es da schon Tutorial-Videos zu gibt, weiß ich nicht. Aber da werde ich mal gucken, was sich die Kollegen diesbezüglich überlegt haben. Jedenfalls den Hüftgurt. Es gibt einen, wer das total toll findet, der sei darauf hingewiesen, wer meinen brauche ich nicht, wie ich, ja, der braucht es halt nicht. Ne? Achso, habe vergessen zu erwähnen, das Ding kostet lächerliche 25 Euro. Verarbeitungsqualität wirkt trotzdem sehr, sehr hochwertig. Er ist halt einfach klein, wahrscheinlich dadurch günstig und der ist wasserdicht. Das Material als solches soll wasserdicht sein und die Nähte sind vertaped, sodass der komplette Rucksack wasserdicht sein soll. Jetzt würde ich mich bei allzu strömendem Regen vielleicht nicht 100% drauf verlassen und dann zusätzlich den Schlafsack nochmal in eine Plastiktüte einpacken oder irgendwie sowas in die Richtung. Dass zumindest das eine Teil, was niemals nass werden darf, der Schlafsack, dann auch wirklich niemals nass wird. Vielleicht noch die Reserveklamotten auch nochmal in eine Plastiktüte. Aber für alles andere glaube ich schon, dass ich es erstmal probiere. Wie gesagt, ich habe noch keine große Praxiserfahrung, wirklich davon auszugehen, dass der Rucksack tatsächlich wasserdicht ist. Ja, das ist es im Grunde zur Rückseite. Hier gibt es noch einen praktischen Handschlaufe. Ja. Und hier hat es theoretisch noch so ein kleines Klettverschluss, so ein Klettverschlussnupselchen, mit dem man hier das Laptopfach verschließen kann. Aber ja, so wirklich wichtig ist das nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht ewig halten. Das ist mir dann aber auch egal. Dann kann man es auch abschnibbeln, ja, um dann nochmal ein Gramm, wenn überhaupt, einzusparen. Ja. Seitentaschen hatte ich schon gesagt, die sind schön geräumig und dann gibt es hier, und das finde ich auch immer sehr schön, das weiß ich immer mehr zu schätzen, je mehr Rucksäcke ich besitze, die sowas haben, so eine schöne elastische Fronttasche, wo man ganz wunderbar allen möglichen Kleinkram wie ein paar Macadamia-Nüsse, das Taschenmesser, wenn es nicht in die Hose soll, ein paar Energieriegel für unterwegs, das obligatorische Feuerzeug, Firesteel von mir aus auch, wäre da unbedingt alternativ. Und dieses wichtige Utensil für Situationen, in denen man das braucht, dann braucht man es nämlich schnell. Also, oder zumindest theoretisch, eine Stirnlampe kann man da noch wunderbar mit reinquetschen. Und das Hygienekit. Das Minimum an Hygienekit, weil wir reden hier von einer Solotour oder mit jemandem, den man sehr mag und den trotzdem den notwendigen Sicherheitsabstand einhält oder es einem halt einfach wurscht ist, weil beide stinken. Das sind so die beiden Optionen, die sich da, der Rest vom Minimum Hygienekit natürlich, die sich da ergeben. Ich würde behaupten, hier könnt ihr mal sehen, ja, also ich habe hier wirklich... Oh, ich würde behaupten, das Ding hat so 3 Liter Stauraum, effektiven Stauraum. Da kriegt man wahlweise Futter für den ganzen Tag. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt außen transportieren, sondern eher innen, weil das Futter ja relativ schwer ist und schweres Zeug gehört beim Rucksackpacken ja grundsätzlich immer nah an den Rücken. Das heißt, das müsste hier irgendwo möglichst flach im Rückenbereich verstaut werden. Man muss sich aber schon... Einerseits schon so überlegen, dass man die schweren Dinge möglichst innen in die Mitte packt. Andererseits, dass der Rücken immer mit weichem Zeug gefüttert ist, weil sonst, wenn du hier was Kantiges oder gar eine, keine Ahnung, eine Dose Ravioli so an deinen Rücken baust, dann hast du die ganze Zeit im Kreuz hängen und die drückt dann und dann nervt das. Das heißt, man muss hier schon gucken, dass man mit dem Packen des Rucksacks hier eine glatte Fläche, eine möglichst weiche, bequeme glatte Fläche hinbekommt. Dann trägt er sich auch wunderbar und schmiegt sich wunderbar an den Rücken an. Was man in jedem Fall nicht hat, was man keine Chance hat, jemals hinzukriegen, ist eine Rückenbelüftung. Dass dein Rücken also klatschnass ist, wenn du den Rucksack abnimmst, das ist so, damit musst du leben, das lässt sich nicht vermeiden. Mir persönlich ist das egal, weil ich habe noch keine Rückenbelüftung von irgendeinem Rucksack gesehen, die hilft. Also die verhindert, dass mein Rücken klatschnass ist, wenn ich den Rucksack abnehme und an warmen Tagen damit rumgelaufen bin. Vielleicht dauert es einen Moment länger, ja, bis der Rücken klatschnass ist. Aber irgendwann ist er immer klatschnass und wenn wir von ein bisschen längeren Touren ausgehen, dann ist mir das persönlich einfach schnurzpiep scheißegal, ob der eine Belüftung hat oder nicht. Aber das dürft ihr selbstverständlich auch anders sehen. Ja,
hier unten, also er hat eine gewisse Polsterung, das Rückenteil, also ein kleines bisschen Polsterelemente, auch gerade hier unten, ist schon vorhanden, auch hier oben, da ist ein ganz bisschen Polsterung da. Das ist auch angenehm, dass zumindest so ein kleines bisschen was da ist, aber nochmal, wenn man den falsch packt, dann ist die nichts wert, dann drückt es da einfach das Innere dir in den Rücken und da hast du keine Freude. So, verschlusstechnisch finde ich auch ganz raffiniert, haben wir hier einmal einen Zip-Klick-Gedöns. Ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Irgendwann merke ich mir das mal. Und auf der anderen Seite auch. Und wenn man die aufmacht, plopp, dann kriegt man hier einen sogenannten Rolltop-Verschluss. Und der hat, damit das Ganze auch noch wasserdicht ist, in der Mitte einen Reißverschluss und dieser wiederum ist ein mehr oder weniger wasserdichter Reißverschluss. Ja, ich versuche euch das mal noch ein bisschen näher an die Kamera ranzukriegen. Die Lichtsituation ist gerade etwas ungünstig. Böse Sonne, geh weg. Machen wir als Beste draus. Ich würde mich ja weiter rüber hocken, aber dann hocke ich mit dem Hintern in den Brombeeren und das macht keinen Spaß und ich habe eine kurze Hose an. Drum geht das leider nicht. Ja, wie auch immer, jedenfalls Rolltopverschluss mit plus minus wasserdichten Reißverschluss. Ich würde mal behaupten, ja, wenn das nicht wirklich ein extremes Landunter-Schieß-mich-tot-Regen-Ereignis ist, dann hält der schon eine Menge Wasser ab, ja. Und wenn man vorhat bei Landunterregenereignissen, das weiß man ja grob vorher, ob man bei miesem Wetter also, oder geht so Wetter unterwegs sein wird, zumindest so diese Unterscheidung oder sogar hervorragendem Wetter, das kann man ja schon meistens vorher einigermaßen abschätzen. Und wenn sich richtig schlechtes Wetter anbahnt, dann packt man den Rucksack inneren Teil halt nochmal in eine Plastiktüte und dann hat man auch genügend Regenschutz. Zumindest meine Erfahrung. Schlafsack nochmal immer extra eintüten. So. Jedenfalls kann man diesen Rolltopverschluss dann logischerweise wie einen Rolltopverschluss aufmachen. Und ich würde behaupten, ich hatte den jetzt so zu 95% voll. Noch ein paar mehr Kleinigkeiten wären oben noch drauf gegangen. Beziehungsweise es ist halt die Frage, reicht es einem vom Anspruch her, wenn der Rucksack so voll ist, dass man ihn quasi nur noch ein einziges Mal so ein ganz kleines bisschen Pseudo rollen kann und dann schon festmacht, weil dann wäre hier schon noch etwas mehr Platz gewesen. Ja, dann ist hier, da ist hier schon noch Luft. Also wenn man den Anspruch nicht hat, den Rolltopfverschluss tatsächlich zu rollen, dann würde ich behaupten, hätte hier nochmal eine wärmende 3-Jahreszeiten-Jacke Platz gehabt. Ja? Eine leichte und nicht allzu wärmende 3-Jahreszeiten-Jacke mit gut komprimierbarem Material. Aber damit wir eine grobe Vorstellung haben, was denn da noch möglich gewesen wäre. So, Reihenfolge ist jetzt ein bisschen willkürlich, aber hier ist eine Bodenplane. Das ist eine relativ große, 1,40 Meter, glaube ich, mal 2 Meter. Irgend sowas um den Dreh, verwende ich seit Jahren, ist Silnylon. Das ist jetzt als Bodenplane eigentlich ein bisschen eigenartig, aber zumindest hält es die Feuchtigkeit sehr gut ab. Erstaunlich robust und hat halt ein schön kleines Packmaß und ist auch schön leicht. Daher ist es eine, wenn ich keine noch leichtere Alternative als Bodenplane verwenden möchte, zum Beispiel Polycryol, ich glaube so heißt das, also diese Fensterisolierfolie mehr oder weniger im Outdoor-Ultraleicht-Bereich, eine beliebte Unterlegplane, weil die halt gar nichts wie kein Packmaß hat, die geht aber dann durchaus, man kann sie kaputt machen. Ja, wenn man ganz vorsichtig ist, hält sie auch ein paar Nächte durch, man kann sie dann auch wieder flicken, wenn sie mal ein Loch hat, aber irgendwann hat sie ein Loch. Und deswegen, wenn es nicht drauf ankommt, dann nehme ich lieber sowas. Das hält auch nicht bombensicher. Das ist nicht die Bundeswehr-Elefantenhaut, aber die passt hier auch nicht rein. Daher ist das so eine Kompromisslösung. Da könnte man auch noch was Kleineres vor allen Dingen mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen Luxusgedanke gewesen, weil ich den Platz halt gerade noch übrig hatte. So, Mückennetz für Sommertouren. Das ist ein Ganzkörpermückennetz. Da kann man sich quasi so ein kleines Zelt unterm Tarp bauen, um dann auch wirklich von allen Seiten vor Viechern geschützt zu sein. Aber ja, den Tod muss man sterben, wenn man dann im Sommer von den Viechern Ruhe haben möchte. Je nach Sommer, je nach Lage, wo man sich befindet, schon wichtig. UL, ein Personenkochtopf, also Ultralight. Das heißt, es ist einfach nur eine Titantasse.
Zum Wasser heiß machen reicht das auch in dem Format. Die hat 450 Milliliter. Notfalls machst du zweimal eine Tasse mit Wasser heiß. Dann bräuchtest du halt noch ein anderes Gefäß gegebenenfalls. Na, je nachdem ist halt wirklich das Minimalste jetzt an Kochkrempel. Reicht mir aber für den Sommer vollkommen aus. Mit Deckel, Gaskocher, BR3000, schieß mich tot irgendwas, Mini-Gaskartusche reicht dann auch für 48 Stunden sowieso und der dazugehörige Topf und das war's. Das ist so die Minimum-Sommerkoch-Variante. Kochlöffel habt ihr schon gesehen und dazu noch ein Feuerzeug und fertig ist die Outdoor-Küche zum Wasser heiß machen, zum irgendein gefriergetrocknetes Gericht aufgießen. Und ich habe jetzt mal einfach aus demonstrativen Gründen hier so eine Field-Meal-Ration von den Schweden oder waren es die Norweger? Ich glaube die Norweger. Steht auch drauf, ja, die Norweger waren es. Ja, davon zwei, einfach mal als exemplarischen Proviant in Form von zwei Abendessen. Als Mittagessen hätte ich hier jetzt Riegelchen dabei. Das ist jetzt schon sehr minimalistisch. Ich hätte aber auch noch Platz für noch mehr Essen gehabt. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Riegel. Ich habe hier auch noch ein paar Macadamia-Nüsse. Und das ist halt einfach das, was ich jetzt daheim schnell gegriffen habe. Also da wäre schon noch Platz für noch mehr zu essen gewesen. Sagen wir mal, das sei jetzt eine 36-Stunden-Tour, die ich hier geplant hätte. Dann hätte das Futter auch vollkommen gereicht. Dann hätte man sich eine Tüte also angenommen, man geht erst mittags los, isst daheim noch was, isst dann einmal zu Abend, isst am nächsten Tag nochmal warm zu Mittag und abends ist man dann schon wieder daheim, also eine zweite Nacht schon gar nicht mehr draußen und zieht sich dann im Lauf des Nachmittags von mir aus noch ein paar Riegel rein, beziehungsweise noch zwei andere Riegel als Frühstück und dann geht das, ne? Aber ist schon ein bisschen minimalistisch. So, der Rucksack ist dafür gedacht, dass man ihn eigentlich in dieser Tasche selbst verpackt. Das heißt, er hat seine eigene Packtasche dabei und dann kannst du ihn quasi als Zweitrucksack in einen anderen Rucksack reinschmeißen. Dann hat er ziemlich genau dieses Packmaß. Die Tasche kann man jetzt dran lassen, die ist hier festgemacht, wie ihr sehen könnt, und sie quasi als interne Extra-Packtasche nutzen, um intern ein bisschen mehr Ordnung im Rucksack hinzukriegen, wenn man das dann möchte. Mir persönlich ist das völlig egal. Das heißt, ich brauche die gar nicht und wenn, dann abgeschnitten und dann verpacke ich ihn so da drin, aber dann muss er da die Tasche nicht unbedingt da dranhängen. Das heißt, die werde ich dann gleich mal entfernen. Klebt ein bisschen, weil ich damit neulich Paketband abgeschnitten habe. Zack. So, also brauche ich nicht. Spart nochmal bestimmt 20 Gramm oder so. Ja? Aber wer die gerne haben möchte und wer das toll findet, dass das dabei ist und wenn nicht, ich hoffe, da sind wir uns einig, dass wir das nicht furchtbar schlimm finden. So, dann passt da noch an Regenklamotte zumindest mal eine sehr klein verpackbare Regenjacke rein. Gut, die ist natürlich wirklich sehr, sehr klein verpackbar. Bin immer noch sehr begeistert von dem Ding, gibt es auch ein Video zu. Zumindest so viel Wetterschutz sollte man meiner Meinung nach immer dabei haben, dass man zumindest eine Regenjacke hat, insbesondere in diesem Fall, das ist jetzt eine Sommerpackung natürlich, ne, für die Temperaturen, die wir jetzt auch gerade realistisch haben. Wenn es doch ein bisschen kälter werden sollte, zum Beispiel wenn man bei uns auf 1000 Meter hochsteigt im Schwarzwald oder 1150, dann ist Schluss im Nordschwarzwald, da ist schon immer eine gewisse Kühle und über Nacht und gerade in den Morgenstunden ist nur mit einem T-Shirt da hocken vielleicht und eine kurze Hose noch dazu anhaben vielleicht ein bisschen unangenehm. Da mag man dann vielleicht noch ein extra Kleidungsstück und auch da kann man eine leichte Regenjacke durchaus zweckentfremden. Das ist ja keine Isolierjacke, gar nicht, im Gegenteil, aber als zweckentfremdete Variante geht das auf jeden Fall. So, dann habe ich mir sogar den Luxus eines Ersatz-T-Shirts noch eingepackt. Was das tut, brauche ich nicht groß erklären. Ich habe noch eine Ersatzunterhose, das ist in jedem Fall ganz gut. Und ein paar Ersatzsocken. Alles optional, bis auf vielleicht die Ersatzunterhose. Aus persönlichen Gründen finde ich, das sollte man schon immer dabei haben, aber da könnt ihr auch anderer Meinung sein. Was die Socken angeht, kann ich meiner Meinung nach ein gutes Paar Outdoor-Socken problemlos auch 48 Stunden am Stück anziehen. Also mal abgesehen davon, dass man sie nachts noch auszieht,
aber das ist meiner Meinung nach kein Problem. Ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Ersatzsocken. Einfach mal spaßeshalber, um zu zeigen, was da platzmäßig so reinpasst, reingepackt. Das ist eine Isomatte, kommen wir nachher noch zu, weil das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man nochmal sehr viel Volumen sparen kann, wenn man das dann richtig macht. Und da habe ich noch so eine Idee. Das selbstgenähte Tat, das meine Frau mir mal genäht hat, im Hilleberg-Heringbeutel. Also nicht wundern, wer diese Kordel zufällig verdächtig bekannt vorkommt. Das ist einfach nur ein Hilleberg-Heringbeutel von dem alten Hilleberg-Zent. Und da drin ist Tab, 2x3, naja, nicht ganz, fast 2x3 Meter, nicht ganz, wie gesagt. Und Aufhängmaterial, Heringe, alles in der Ultraleicht-Ausführung. Ich sag mal so, für die Nächte, in denen du noch im Wald pennen kannst, ohne Angst haben zu müssen, vom Baum erschlagen zu werden, hält auch das Tarp. Wenn das Tarp nicht mehr hält, hast du auch im Wald nichts mehr zu suchen, weil dann das Risiko, vom Baum erschlagen zu werden, so hoch ist, dass man gefälligst den Wald verlassen sollte. Und auf freier Landschaft mit dem Tarp übernachten tue ich nicht, weil in Deutschland, wo willst du das machen? Das wird schwierig, ne? Für hochalpine Unterfangen und so weiter bräuchte man eine andere Ausrüstung. Aber ja, selbstgenäht, darum sehr klein im 2x3 Meter ist halt nicht sehr groß, aber das reicht für eine Person, die weiß, wie sie ihr Tarp aufhängt. Da hast du auch nur begrenzt Möglichkeiten, die Aufbauarten zu variieren. Da gibt es nicht ganz so viele Varianten, aber ich habe da schon bei auch miesestem Wetter wirklich schön sicher drunter geschlafen und auch bei ordentlich Wind. Und gerade für den Sommer reicht das vollkommen aus als Unterkunft, da ich ja in Luxusvariante ja sogar noch eine große Bodenplane dabei habe und noch ein Mückennetz. Das ist schon fast zu viel des Guten. Ne? Ja, und dann habe ich noch ein Kopfkissen. Niemals ohne Kopfkissen. Und das ist es jetzt, bis auf eben den Dreh- und Angelpunkt, den man halt in teuer kaufen muss, weil sonst kriegst du hier keinen Schlafsack mehr in so einen kleinen Rucksack rein, wenn der halt nicht ein super geringes Packmaß hat, beziehungsweise es ist kein Schlafsack, es ist ein Quilt. Zu erkennen hier dran, das ist die Fußbox, hier steckst du die Füße rein und dann fehlt hier der Rücken. Hier wäre jetzt ein Rücken, da ist aber keiner, hier gibt es auch keinen Reißverschluss und ähnliches. Im Grunde ist das eine Decke, die man am Rücken zuziehen kann, die da solche Kordeln hat, mit der man quasi das Ding an der Isomatte dann festmacht. Und dann hängt die eben mit dem Gummizug hinten an der Isomatte und man kann sich da eigentlich sehr gut drin einwickeln, ohne dass es Zugluft gibt. Ein ganz kleines bisschen Zugluft gibt es halt dann trotzdem immer, weshalb ich sagen würde, Quiltübernachtungen für mich bis zum Gefrierpunkt, jenseits des Gefrierpunkts, klassischer Schlafsack. Ne? Und der hier ist natürlich ein Sommerquilt, logischerweise. Der reicht bis unter 10 Grad, wenn ich kann, habe ich dann gerne noch ein bisschen was extra. Ansonsten, wenn es nicht geht, würde ich sagen, ist so für mich persönlich, nachdem ich gut gegessen habe und mich in einem körperlich gesunden Zustand befinde, bei 8 Grad Celsius so die Grenze, bis der, ja, wo man mit dem Ding noch gut übernachten kann. Ja. Ein bisschen Windschutz vorausgesetzt, das heißt, wir müssten unser Tarp dann ein bisschen niedriger aufbauen, damit es auch einem nicht allzu sehr um die Ohren pfeift. Und ja, das ist es. Das lässt zurück einen leeren Rucksack, der im leeren Zustand eben so aussieht und in der Theorie eben zu irgendeinem Knödelchen zusammengeknödelt werden kann, weil er keinerlei Versteifungselemente besitzt. So. Und ich würde behaupten, ich habe da also, kann man sich streiten, inwiefern mehr Proviant da jetzt noch reingemusst hätte. Andererseits, die Dinger sind gar nicht mal so kompakt. Also das könnte man nochmal, man könnte seinen Proviant teilweise nochmal ein bisschen kompakter verpacken. Und ich hatte ja auch noch etwas Platz. Ich hätte auch noch mehr Zeug in meine Gürteltasche hier auslagern können, meinetwegen das Kopfkissen oder sonst wie. Aber da war schon noch ein gewisser Spielraum. Und daher würde ich behaupten, 48-Stunden-Tour, zwischendrin einmal bei der Wurstbude vorbeigeschaut oder bei irgendeinem vergleichbaren Etablissement, wo man zum Beispiel einen Döner bekommt, dann geht das. Ja? Und in Deutschland sind Wildnistouren eh nicht möglich, weshalb der Abstecher zur Dönerbude meiner Meinung nach für viele Wanderunterfangen durchaus realisierbar wäre. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln, aber eine Kleinigkeit habe ich dann noch. So, nämlich folgendes.
Thema Isomatte. Normalerweise transportiere ich das Ding als Rolle. Ne? Ich habe sie jetzt absichtlich hier mal zu einem Rechteck mehr oder weniger gefaltet, weil ich habe bei einem anderen, sage ich mal, sehr minimalistischen Rucksack mal rausgefunden, dass man eben eine normalerweise als Rolle transportierte Isomatte sehr wohl eben in rechteckiger Form dahin packen kann, wo eben die Rückenversteifung hingehört. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das einigermaßen richtig in einem vernünftigen Ausmaß gefaltet habe und würde doch einfach mal probieren wollen, ob ich denn die Isomatte alternativ als Rückenpolster sozusagen da reinkriege. Ja, ich fummel hier mal rum und zeige euch das Ergebnis dann gleich. Das Praktische ist, der Rucksack hat unten noch mal ein ganz kleines Loch. Wenn man also versucht, irgendwas Friemeliges hinten in das Laptopfach reinzufriemeln, dann kann man durch dieses Löchlein noch mal durchgreifen. Und ja, wenn man ganz dünne Finger hat mit zwei Fingern, da das noch mal runterziehen, was man versucht, da reinzufriemeln. Ne? So, also ungefähr so. Jetzt ist die natürlich immer noch zu breit. Das heißt, ich hätte sie jetzt also vorher noch ein Stück weit einfalten müssen. Jetzt machen wir das doch spaßeshalber einfach mal so, dass wir die jetzt so ein bisschen da einwickeln. Das, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man das natürlich, dass man die Matte schon vorher in die ideale Form bringt. Und jetzt können wir mit unserem kleinen lustigen Klettdingelchen hier das sogar noch ein bisschen zumachen. Und damit wäre der Rucksack jetzt wieder bereit, verpackt zu werden. Und als Rückenpolster habe ich jetzt hier eben die Isomatte. Ja? Ich packe den auch nachher so und mache euch dann gleich noch eine kleine Aufnahme, ob das funktioniert hat und wie sich das trägt. Aber auf dem Wege würde man sich dann natürlich das Volumen der Isomatte im Hauptgepäcksack nochmal sparen und hätte damit natürlich weit, weit mehr Platz für mehr Essen, ja, im Wesentlichen. Weil was anderes braucht man ja eigentlich nicht. Ich hatte ja sonst alles dabei. Von mir aus ein bisschen mehr Essen und noch ein kleines Deo. Aber mehr brauchst du dann halt eigentlich wirklich nicht mehr. Alles, was man jetzt über das Zeug, was ich jetzt dabei hatte, hinaus noch mitnimmt, ist dann ein Stück weit Luxus. Also zum Beispiel noch eine extra Tasse meinetwegen, wenn man noch eine extra Tasse haben möchte. Es geht theoretisch alles mit dem einen Gefäß. Das ist mitunter schon ein bisschen sehr mühsam und halt sehr spartanisch. Also vielleicht würde ich dann noch eine extra Tasse mitnehmen. Man kann ja in die Tasse dann noch die Ersatzsocken reinpacken oder die Ersatzunterhose oder was auch immer. Ist ja nicht so, dass die furchtbar viel extra Volumen braucht, weil man eine Tasse ja immer noch befüllen kann. Ne? Aber jetzt machen wir hier gerade noch mal spaßeshalber den Quilt rein, auch damit er hier nicht so in den Brombeeren rumliegt. Und gucken mal, wie das dann ausschaut. Ah, übrigens, wer jetzt bei meiner Packliste jetzt doch noch den Pullover oder Ähnliches vermisst hat, also erstens ist es gerade wirklich sehr warm, selbst wenn es nicht ganz so warm sein sollte, dann ist dieser Quilt natürlich ein Multifunktionsgegenstand, das heißt, wenn man im Lager ankommt und nicht mehr rumläuft und es wird einem kühl abends, dann nimmt man natürlich den Quilt und schmeißt ihn sich einfach über die Schulter, so quasi als Decke, als Pulloverersatz oder legt ihn sich über die Beine, wenn man jetzt nur eine kurze Hose dabei hat. Ich würde übrigens auf eine Trekkingtour, ich persönlich niemals nur mit kurzer Hose unterwegs sein, dafür will ich zu sehr abseits des Weges immer wieder mal in den Wald und dann ist eine kurze Hose einfach Kacke. Aber das ist Geschmackssache. Ja. Also wer da kein Problem oder sehr, sehr wenig Problem mit Brennnesselkontakt am nackten Bein hat. Ich bin aber auch Allergiker, was das angeht und krieg bösen Ausschlag, wenn ich Hautkontakt mit verschiedenen Grassorten habe und das dann halt echt nicht lustig. Daher ist mir das hoffentlich verziehen. Aber ja, so sieht jetzt die Rückseite aus, wenn der Schlafsack drin ist. Das heißt, das geht bestimmt. Ob das ganz so gemütlich ist wie mit dem Sitzpolster, auf dem ich jetzt gerade wieder sitze, das weiß ich jetzt nicht, aber es sollte kein großer Unterschied sein und für einen ersten Versuch
halte ich das für nicht so schlimm. Jetzt ist die Isomatte ja leider gelb, das heißt, mit diesem gelben Rand muss man dann halt nun mal leben. Je nachdem, wie man die gepackt hat, steht der halt ein bisschen über. Auch das ist eine Sache, mit der kann ich leben. Und ich glaube, das sieht so immer noch nicht verdächtig aus, dass jemand, der einem am Wegesrand begegnet, sofort weiß, das ist ja eine Isomatte da hinten. Der will bestimmt im Walde übernachten mit diesem Hauch von nichts an besserer Handtasche, an Stauvolumen. Ja? Und auch wenn du dann noch so ein für Stealth-Camping meiner Meinung nach ideal gefärbt ist, weil es halt überhaupt nicht so aussieht, als würdest du dich irgendwo heimlich im Walde verstecken wollen. Bauchtäschlein ändert an der Situation grundsätzlich auch nichts. Also das geht wunderbar. Ja, dann hat man also das Rückenpolster auf diesem Wege dann quasi in Form einer aufblasbaren Isomatte. Philosophische Ansichten hierzu, beziehungsweise was man dabei berücksichtigen muss, der Rucksack ist günstig. Ich hätte auch einen genommen, wenn so ein vergleichbares Modell so super leicht für mehr Geld gegeben hätte, mit vielleicht meinetwegen 5 Litern mehr Volumen. Da hat man auch ein bisschen mehr Spielraum. Es geht zwar so, aber dann könnte man zum Beispiel hier drauf standardmäßig verzichten. Das wäre nicht schlecht. Ja? Und wenn ich mir von Decathlon was wünschen darf, dann hätte ich gerne nochmal genau diesen Rucksack mit ein bisschen mehr Länge schlicht und ergreifend. Oder vielleicht ein Müh breiter, ein Müh in Zentimeter und 5 Zentimeter länger. Und das wäre ideal. Ja? Weiß nicht, wie viel Liter das dann bringt. Das ist dann wahrscheinlich schon mehr als 5 Liter. Ist egal, jedenfalls trotzdem. Dann wäre der nochmal richtig, richtig toll. Aber auch so funktioniert. Kann man machen. Geht, muss man halt wollen. Haken, abgesehen davon, dass der Rucksack wohl günstig sein mag. Ich sage absichtlich nicht billig, weil ich sehe hier keinen Mangel an der Verarbeitung, gar nichts. Das ist alles in Ordnung. Ja, da ist jetzt nichts, was heraussticht und einem quasi mit großen Qualitätsbuchstaben ins Gesicht springt. Aber alles völlig in Ordnung. Und für die geringen Gewichte, die man damit rumschleppt, ja, weil geht ja gar nicht, da was Schweres, willst du Hantelscheiben mitschleppen, ja, dann bist du selber schuld. Aber geht ja quasi gar nicht, dass der sonderlich schwer wird. Und für die geringen Gewichte reicht auch der Stoff. Das muss dann kein 1000D Cordura sein. Da langt in dieses relativ dünne, leichte Material eben vollkommen aus. Und dafür ist es dann ja auch leicht. So, aber das Blöde ist halt, nur weil der Rucksack günstig ist, heißt das nicht, dass das eine Ausrüstung ist, die halt insgesamt günstig ist. Weil mindestens braucht man halt eine sehr kleine Isomatte, wenn man noch einen entsprechenden Schlafkomfort haben möchte. Man würde da sicherlich auch noch die BW-Falt-Isomatte als Rückenteil reinbekommen und dann gegebenenfalls auch noch einen kleinen Schlafsack und so weiter und so fort. Oder einfach nur eine dünne Decke mitnehmen und sagen, im Sommer reicht mir das. Eine dünne Fließdecke, dünne Wolldecke könnte ich theoretisch auch nehmen, aber da wird es wieder platzmäßig. Ja, egal, jedenfalls. Das wäre natürlich die günstige Lösung, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man eine aufblasbare Isomatte braucht und die darf dann halt auch nicht allzu riesig sein. Und da sind dann eigentlich wirklich nur die sehr kompakten und damit teuren Modelle eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es noch eine etwas günstigere, die hier auch noch reinpassen würde. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, was für tolle, günstige Matten sonst noch auf dem Markt sind, weil ich eine gute habe. Und ja, da brauche ich einfach nicht noch 18 andere Isomatten. Wozu? Das wäre ja wirklich jetzt nur zu Gear-Test-Zwecken irgendwie interessant. Und nur deswegen kaufe ich mir keine Ausrüstung. Ich kaufe mir ein Zeug, was ich auch selber vorhabe zu verwenden. Und ja, dementsprechend kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Das gelbe Ding, wer es nicht erkannt hat, das ist die Thermarest X-Lite in der neuen Ausführung. Es gibt noch eine ältere, die hat noch ein etwas anderes Ventil. Ich würde die neue empfehlen, die raschelt auch erheblich weniger beim sich umdrehen auf der Matte. Und damit geht's. Mit der Uber-Lite, das ist die nochmal etwas leichtere und nochmal deutlich kleinere im Packmaß, geht das sicherlich auch. So, bisher hätte ich jetzt an dieser Stelle angemerkt, was das jeweils gerade so ungefähr kostet. Das soll ich jetzt nicht mehr machen, weil ich bin ja jetzt im Amazon-Partnerprogramm und heißt, ich kriege eine kleine Umsatzbeteiligung sozusagen, eine Provision, das ist das Fachwort, wenn jemand über meinen Link, den man in der Videobeschreibung finden kann, das, was ich da verlinkt habe, auf Amazon kauft oder theoretisch übrigens auch irgendwas anderes. Aber ja,
Ne? Und deswegen, weil ich da ja jetzt mitmache, möchte jetzt bitte gerne Amazon nicht, dass ich jetzt sage, was XY kostet, weil der Preis ja dynamisch ist. Das heißt, wenn das dann XY irgendwann nicht mehr das kostet, was ich gesagt habe, dann könnte man ja den Eindruck bekommen, dass das teurer geworden ist und der Preis jetzt nicht mehr gut ist und man sich das jetzt nicht mehr kaufen möchte, weil das ja jetzt teurer geworden ist. Das ist sicherlich Faktor Nummer 1, weshalb man hier keine Preise mehr nennen soll, wenn man da eben in diesem Partnerprogramm ist. Faktor Nummer 2, warum man das nicht soll, der ist relativ profan und irgendwas, wo ich jetzt nicht so ein Riesenproblem mit habe, weil, wenn ich euch nicht sage, was das kostet und ihr wissen wollt, was das kostet, dann müsst ihr ja auf meinen kleinen Link draufklicken, damit ihr dann dahin kommt, wo steht, was das kostet, und dann wisst ihr das, und in dem Moment ist ein Cookie gesetzt, der innerhalb von 24 Stunden mir eben die Provision an allem, was ihr innerhalb von diesen 24 Stunden kauft, zuspricht. Ja, das heißt, da habe ich was von, wenn ihr jetzt, um rauszufinden, was XY kostet, eben auf den Link unterm Video draufklickt. Ja. Und das wollte ich einfach nur aus Transparenzgründen mal kurz erklärt haben, warum ich mir abgewöhnen muss zu sagen, was kostet das, und ihr es eben nur über diesen Link rausfindet. Das heißt, das soll euch manipulieren, nach Möglichkeit dann, wenn ihr sowieso schon auf Amazon seid, da irgendwie was anderes zu kaufen. Das ist halt Werbung und so tickt irgendwie die Welt, und wenn man das weiß, dann denke ich, können die meisten von uns damit leben, und das wollte ich an dieser Stelle nur kurz angeben. Haben einfach aus, wie gesagt, Transparenzgründen. Und das ist halt ouch. Ja, und ein Daunenquilt, und Daune müsste es sein, weil mit Kunstfaser, ja, du kriegst da vielleicht einen Kunstfaser-Schlafsack für den Sommer rein, aber dann ist das Ding auch voll. Und ein Daunenquilt, da sind wir dann halt auch bei. Was ich jetzt natürlich sagen kann, ist, dass ein Daunenquilt halt irgendwo bei, sagen wir mal, 150 Euro für ein Sommermodell losgeht. Vielleicht findet man auch irgendwo noch ein bisschen günstigere, qualitativ hochwertige, sehr, sehr leichte, die halt auf Ultralight getrimmt sind. Da sehen wir dann eher so im Bereich jenseits der 300 Euro. Sowas um den Dreh, irgendwo da bewegen wir uns. Ne? Sowas darf ich sagen. Ich darf halt nur nicht konkret sagen, was jetzt das eine oder das andere oder welches verlinkte Produkt auch immer jeweils kostet. Ne? Aber das ist einfach so die generelle Range. Solange man dann eben noch Daune kaufen möchte, die zertifiziert ist, das heißt, dass da nicht irgendwelches Tierquälerei-Produkt, also ein Tierquälerei-Produkt dahinter steht, sondern grundsätzlich bei Daune sollte man mindestens darauf achten, dass die entweder ein vertrauenswürdiges eigenes Zertifikat für Tierwohl hat oder RDS, Responsible Down Standard, Daune kaufen, dann ist man auf jeden Fall im auf der sicheren Seite, ne? Also auch damit ich das hier noch mal kurz erwähnt habe. Also gerade bei Schlafsäcken und Isomatten, da muss man dann halt sehr schnell eben wirklich das High-End-Modell kaufen. Ich würde sonst sagen, es funktioniert auch garantiert was Mittelpreisklassiges. Auf jeden Fall, unbedingt. Ja, das langt, damit kommt man zurecht. Aber dann passt es halt nicht mehr in so einen winzigen Rucksack. Daher eine wirklich günstige Lösung ist jetzt eine Tour mit so einem Mini-Rucksack nicht, weil man halt den Inhalt, mindestens diese zwei Dinge, Isomatte und Schlafsack, die müssen halt Hightech sein, sonst kriegt man halt den anderen Krempel nicht mehr unter. Ja? Dass das Kochsystem klein, das muss nicht teuer, das geht auch günstig, das ist kein Problem. Ne? Der kleine Mini-Kocher zum Beispiel, der ist popelgünstig, der hat früher immer sowas um die 15 Euro gekostet, ich weiß nicht, ob der jetzt teurer ist, aber das ist alles nicht teuer. Eine Regenjacke, da kann man sich jetzt kloppen. Da kannst du aber auch eine günstige kleine mitnehmen, die ist dann natürlich nicht so ganz so komfortabel wie meine Gore-Tex-Jacke hier, aber ja, da gibt es Möglichkeiten. Sonst lass das Ersatz-T-Shirt weg und stink halt noch ein bisschen, lass die Ersatzsocken weg und spar da nochmal ein bisschen Volumen ein. Und wie gesagt, wenn man die Isomatte so verstaut, wie ich das jetzt getan habe, dann hat man ja innen drin auch nochmal deutlich, deutlich mehr Platz. Das heißt, jetzt kann ich den ganzen Krempel hier problemlos locker easy peasy reinstopfen, meine Bauchtasche noch dazu und ja, Stativ kommt sowieso außen dran. Also ja, das geht, behaupte ich.
praktischer Test steht noch aus, da nehme ich euch dann auch gerne mal mit. Aber ja, insgesamt billig ist es halt dann wieder nicht. Als Tagesrucksack, wer einen schönen Wanderrucksack für eine Tagestour haben möchte, kann den selbstverständlich auch als Tagesrucksack verwenden. Und da würde ich sagen, ist das ein toller kleiner Tagesrucksack, gerade auch wenn man so gut noch Wasser bzw. schwarzes Wasser Kanister transportieren kann. Toller Rucksack, also so erster Eindruck, ne? Und wie gesagt, Praxistest kommt dann jetzt demnächst. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr überteuerte Isomatten, was heißt überteuert, die sind hervorragend, oder einen schönen Quilt haben wollt, dann könnt ihr in die Videobeschreibung gucken, da habe ich so ein bisschen was verlinkt. Nur für den Fall, aber lasst den Quatsch, wenn ihr nicht wirklich sagt, ich will sowas unbedingt mal irgendwie haben. Das sind dann Affiliate-Links, ne? Und nur das war der kleine Werbeblock am Schluss. Muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich den einbaue, aber ich habe versucht. Macht's gut, in jedem Fall euch eine wunderbare Zeit, bis zum nächsten Mal und dann ja, an dieser oder anderer Stelle. Tschüss.